Willkommen, Colonel. Wie Sie vielleicht bereits wissen, sind wir momentan zum Torgo-Sonnensystem unterwegs. Wir haben dort ein kleines Rendezvous mit dem Schicksal. Gentlemen, ich habe Ihnen die größte Errungenschaft der Konföderation mitgebracht. Die Behemoth. Nach einem Jahrzehnt geheimster Forschungen haben unsere klügsten Köpfe eine Waffe entwickelt, die für die Kilravi den Untergang bedeuten wird. Die Behemoth besteht aus einer Reihe von verkoppelten, energieverstärkenden Supraleitern, meine Herren, die einen Ausstoß von unglaublichen 5 Millionen Gigawatt zu einem einzigen Richtstrahl bündeln. Jedes Ziel, das von diesem Strahl getroffen wird, wird vernichtet. Sogar ein Planet? Ja, Captain. Sogar ein Planet. Wir wollten sie erst in ein oder zwei Jahren zum Einsatz bringen, aber bedauerlicherweise zwingen mich die Umstände, die Waffe jetzt schon einzusetzen. Was sind das für Umstände, Admiral? Die Antwort auf diese Frage müssten Sie besser kennen als jeder andere, Colonel. Die unter Verschluss gehaltene und bittere Wahrheit ist doch, dass die Konföderierten in diesem Krieg seit einem Jahr die Verlierer sind. Wenn die derzeitige Tendenz anhält, werden die Kilrathi in einem halben Jahr möglicherweise noch früher auf der Erde herumspazieren. Deshalb sind wir gezwungen, die Behemoth früher einzusetzen als geplant. Aufgrund der etwas verfrühten Anwendung ist das Defensivsystem des Schiffes, wie drücke ich es am besten aus, leider ein wenig unvollständig. Es gibt da noch ein paar, sagen wir, wunde Punkte. An dieser Stelle und hier auch. Da sind die Schutzschilde extrem dünn. Uns blieb keine Zeit mehr, um Kielaufsätze oder Lasergeschütze fertigzustellen. Colonel, ich erwarte von Ihnen, dass Sie diese Bereiche besonders im Auge behalten. Ihre Aufgabe wird es sein, das Schiff zu beschützen. Bedenken Sie, dass dies das letzte Mittel ist, das die Konföderierten noch einsetzen können, um diesen Krieg zu gewinnen. Ja? Ja, vielen Dank. Ich habe verstanden. Die Besprechung ist hiermit beendet. Wir haben jetzt Torgo erreicht, Gentlemen. Ich hatte die Hoffnung auf einen reibungslosen Transport der Behemoth. Aber die Kilrathi haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie schon so oft. Colonel, dies ist zweifelsohne der wichtigste Einsatz, den Sie jemals in Ihrem Leben geflogen sind. Sie müssen die Behemoth um jeden Preis verteidigen. Setzen Sie alle Kampfflieger ein. Haben Sie verstanden? Ja, Sir. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Ein Kilrathi weniger. Ich werde mit dem Captain Vieh allein nicht fertig. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Yeah.
sieht aus? Systeme funktionstüchtig. Weniger. Sieht's aus? Nicht einmal ein Kratzer. Ich könnte ein bisschen Hilfe brauchen, Kumpel. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Landeerlaubnis, TCS Victory. Colonel, Sie haben mich gerade davon überzeugt, dass Sie und die Victory ganz die Richtigen für unser Unterfangen sind. Wir müssen die Behemoth warten, bevor wir sie losschicken. Also bleiben wir noch eine Weile in diesem System. Sie haben Landeerlaubnis. Thank you.
Mann, was für eine Wahnsinnskanone. Unglaublich. Größer geht's nicht mehr. Das ist ein richtiges Spielzeug für Männer. Aber die Schutzschilde von dieser Süßen sind unglaublich klein und dünn. Sie wird so viel Saft brauchen, dass die Standardausrüstung bestimmt zu kurz kommt. Das wird beim nächsten Modell sicher besser sein. Ja, wer es glaubt, wird selig, Colonel. Ich habe hier was, das Sie vielleicht interessiert. Sind das kodierte Meldungen? Ja, und zwar tonnenweise. Das Seltsame daran ist, dass sie nicht wie üblich verschlüsselt sind. Ich komme nicht drauf, was sie bedeuten. Lieutenant, wir haben einen Admiral an Bord. Es ist normal, dass seine Meldungen verschlüsselt sind. Colonel, ich weiß, was Sie meinen, aber dahinter steckt ohne Zweifel was anderes. Dieser verdammte Tollwind, er hat immer eine Überraschung auf Lager. Sind Sie sich auch wirklich sicher? Sir, es kann gut sein, dass ich etwas verrückt bin, aber von meinem Job verstehe ich was. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ja, Sir. Ah, da ist ja unser großer Kriegsheld. Ich gebe zu, ich bin von Ihnen ungeheuer beeindruckt. Keinerlei Qualitätseinbußen. Darf ich Sie etwas fragen, Admiral? Techniker Halverson und Daumen. Nur zu, was wollen Sie wissen? Sir, ich würde gern wissen, was genau ist der Status hier an Bord unseres Schiffes? Was soll das? Vor 10 Jahren bin ich dem Behemoth-Projekt als Chef zugeteilt worden. Sie wollen hier nicht die Befehlsgewalt übernehmen? An Ihrer Stelle wäre ich mit meiner Wortwahl vorsichtiger. Admirale müssen keine Befehlsgewalt übernehmen, sie haben sie bereits. Ich habe gedacht, wir hätten uns auf ein gewisses Maß an Respekt im Umgang miteinander geeinigt. Das war ein Irrtum. Sie müssten bereits gemerkt haben, dass Ihre Versetzung auf dieses Schiff mehr als bloßer Zufall war. Wir fliegen mit dem Ding nach Kilra, nicht wahr? Nun, wohin würden Sie denn fliegen, wenn Sie die größte Kanone des Universums hätten? Ich hoffe, Sie haben Ihre Sendestation auf Hochglanz gebracht, Rorins. Ja, Sir. Sieht ganz so aus, als würde hier wieder der Alltag einkehren. Solange der Admiral an Bord ist, wird kein Alltag einkehren. Um Admiral zu werden, muss man ein Herz aus Stein haben. Ich ziehe es vor, ein einziges Schiff zu leiten. Die alltäglichen Erfolge sind greifbar. Gehen wir an die Arbeit. Die Behemoth ist noch nicht einsatzbereit. Wir müssen die Kilrathi von ihr fernhalten. Behalten Sie die 4 Jump-Points im Auge und verlegen Sie an jeder der 4 Stellen Minen. Den 5. Jump-Point werden wir später für unseren Abzug brauchen. Klar? Tja, das sind also unsere ein... Cobra? Halt gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Erwischt!
Ich hoffe, Sie haben Ihre Sendestation auf Hochglanz gebracht, Rawlins. Ja, Sir. Sieht ganz so aus, als würde hier wieder der Alltag einkehren. Solange der Admiral an Bord ist, wird kein... Tja, das... Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Wegpunkt anfliegen. Halt gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Nächsten Wegpunkt anfliegen. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Thank you.
Wegpunkt anfliegen. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sich darum zu kümmern, dass die Laserkanone keinen Kratzer abkriegt, ist wahnsinnig stressig. Was soll's, die Behemoth hat Seil überstanden. Sie können jetzt landen.